Ja, ihr räudigen Maden, herzlich willkommen. Ich bin wieder eure Typmade. Jetzt geht erstmal ein kleines Commentary. Und zwar bin ich gerade am Hörer, also am Telefonhörer. Und das liegt daran, ich habe momentan ein bisschen Stress mit der Schule, in der Schule, wie auch immer. Daher meinte meine Mutter ganz plötzlich, PC weg. Also beziehungsweise Internet weg. Heißt, ich bin jetzt nur noch über mein Handy im Internet. Das ist relativ lahmarschig, ätzend etc. pp. Deswegen wird auch in näherer Zukunft, ich denke mal, dass es noch so anderthalb Monate andauern wird, mit Glück auch ein bisschen weniger, kein Minecraft-Folgen, kein Splinter Cell, kein Surface. Ab und zu mache ich einen Commentary, und zwar mit der Hilfe des Garons, der hier gerade am Hörer ist und das auch alles schön fleißig aufnimmt. Genau, ja, sie hat es schon gesagt, ich nehme hier alles schon auf, er kann doch hier nicht ins Internet und ich nehme das mit Fraps alles auf, schneide das schön zusammen, dass ihr doch von eurem lieben Typ mal da noch ein paar Videos bekommt. Ja. Wir wollen ja nicht, dass ihr rumheult hier wie die kleinen Lämmchen. Lämmer. Genau, Lämmer. Haha, jetzt habe ich's. Ja, auf jeden Fall bin ich ihm dafür sehr dankbar. Also nochmal hier in aller Öffentlichkeit. Danke, danke, danke. Weil ohne dich wäre ich hier ganz schön aufgeschmissen. Weil ich hab direkt nur gedacht, scheiße. Als meine Mutter damit ankam, nein, meine ganzen Abonnenten. Das ist, okay, es sind jetzt nicht so viele wie du hast, aber ich bin stolz drauf. Ja, das wird schon, das kommt schon. Nee, ich sag, das ist kein Problem. Das kriegen wir schon hin irgendwie. Und ja, gucken, dass du da trotzdem hier mal ein paar Videos hochgeladen von dir jetzt, die man so nach und nach kann für euch online stellen. Eine Woche kam jetzt nichts, eine ganze Woche. Und ich muss sagen, das tut mir wirklich selber schon fast weh, weil ich ja richtig derbe Spaß daran habe. Und mir, ihr könnt euch vorstellen, ich habe hier so einen riesen Schreibtisch stehen. Darauf steht ein Monitor, ein fetter Fernseher, meine Xbox, mein Drucker, mein PC. Alles steht da und ich kann's verdammte Scheiße nicht verwenden. Ja, klar. Wie gesagt, das merkt man ja auch erstmal, wenn man kein Internet mehr hat, ne? So alles so selbstverständlich und so, und sobald das mal weg ist, dann merkt man erstmal, scheiße, es ist so, als wäre der Computer im Arsch, ne? Wenn kein Internet geht, dann ist es scheiße. Ja, ja. Also, das nächste Commentary, was wir hier aufnehmen, wird wahrscheinlich nur so ablaufen, weil, sozialer Zusammenhalt wird verschwinden. Meine Tippfähigkeiten werden am Arsch sein. Ich freue mich schon, in anderthalb Monaten wieder Splinter Cell zu zocken und dann sowas von zu failen, weil ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert. und dann lacht er. Ich glaube, wir kommen auch so langsam zu Ende. Wir haben nämlich noch ca. 30, 40 Sekunden. Das Gameplay ist so dreieinhalb Minuten lang. Ich weiß nicht, was er sich da aussucht. Er hat eins rausgesucht. Ich habe ein paar geschickt. Was jetzt so dreieinhalb Minuten lang ist, hat er eins rausgesucht von mehreren. Und ich würde sagen, wir kommen auch mal so langsam zur Verabschiedung. Ja. Sag du mal schon mal Tschüss, dann sag ich als letztes Tschüss. Gut, Leute, also dann werdet ihr mich auch noch öfters jetzt beim Piepmode hören. Das kriegen wir schon hin irgendwie, dass wir hier regelmäßig seine Commentaries irgendwie hochladen. In diesem Sinne sag ich schon mal Tschüss. Jo, von mir auch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich krieg's einmal die Woche hin, wenn nicht zweimal oder halt einmal in zwei Wochen. Gut, das war's. Ciao, Leute, bis denn.